Oh. Da stand was um die Ecke, was ich nicht gesehen habe. Da. Da steht was um die Ecke. Oh, jetzt gehört's mir. Schluss mit lustig. Schluss mit lustig. Da beten sie wieder irgendjemand an. Notschalter. Der gehört zu mir. Ich sollte mich eigentlich nicht. Ja, du kannst jetzt erstmal die Klappe halten. Nieten. Ein interner Mechanismus erhitzt Nieten auf eine weißglühende Temperatur, bevor, was? Bevor sie verschossen werden. Achtung, kann Lebewesen bei wiederholten Beschuss in Brand setzen. Das ist cool. Ich freue mich, leiden zu sehen, Monster. Aber ich bin nicht so heilig wie Frau Doktor. Ich freue mich eben, wo ich kann. Mhm. Ja, dann freu dich mal. Mit mir ja? Spielt man nicht. Brennst du, wa? Da brennt die Uschi. Mama, da brennt die Uschi. Ist oben noch einer? Oh. Erstmal müssen wir nachladen. Alles nachladen. Nachgeladen. Nachladen. Danke. So. Und dann gehört sie zu uns. Der Doktor. Was haben wir denn hier? Lass deine Gegner mit Gefrierbohrer in der Kälte stehen. Du frierst gerne Gegner länger ein und deine Bohrerangriffe können das Ziel gefrieren. Ja. Pack das mal weg. Weg. Blut trennt uns, Monster. Weg davon. Es ist das Blut, das uns zu Fremden macht. Aber dank Dr. Lam sind wir jetzt alle eine Familie. Ein Volk. Ein Ziel. Du kannst dieses alte Herz anhalten und diesen alten Körper ausbluten lassen. Aber die Familie kannst du nicht zerstören. Nicht? Und du, Blechdaddy? Du stirbst ganz allein. Und du, Blechdaddy, stirbst ganz allein. Werbung für den Film Der schwarze Traum. The Black Dream. Starring Sandra Cohen. Der Sandra. Was haben wir denn hier? Ich bin ja an sich ein bescheidener Mensch. Aber die Masche mit den Spritzenteilen ist schon einsame Spitze. Irgendein Blödmann von hier kauft mir eine Schachtel Einzelteile für Injektionsspritzen ab. Für das Doppelte, was der Krempel wert ist. In seinem Rattenloch baut er alles zusammen. Ich kaufe das fertige Produkt für 10 Cent zurück und kassiere dafür einen Dollar von Ryan. Profite kommen, Profite gehen. Der alte Andy labert was von der großen Kette. Ich habe Leute, die blechen noch dafür, dass diese Kette mich reich macht. Ah ja. Also ist auch nicht besser als alle anderen. Geld, 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 Geld. Ach, Quatsch. Nehmen wir einfach mal ein paar mit. Schrot brauche ich nicht. Panzerbrechend. Ja, komm. Das nehmen wir mit. Nein, du sollst das aufheben. Aufheben sollst du. Ja, ja. Blubber, blubber. 216. Downing Street. Nächster Halt. Downing Street. Was haben wir denn hier?
schicke Heizung. La 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 la. Downing Street. Ich spritzen. Oh, Big Mats. Toter Big Mats? Ist das die Katze? Katzen im Käfigen. Okay. Wer es braucht, eine Aluhol brauche ich. Andrew Ryan hat mir erzählt, in Rapture wäre es nicht wichtig, wo man herkommt. Blödsinn! Als die Zeiten härter wurden, kochten unsere ganzen Vorurteile wieder hoch. Aber Dr. Lamb hat uns gezeigt, dass wir alle eine Familie sind. Jenseits unserer Hautfarbe, jenseits unseres Standes, jenseits unseres Namens. Ja, genau. Ach, guck mal da hinten. Da betet eine. Om, bet, bet. Was haben wir denn hier? Safe. Wasser. Schönes Wasser. Denn nur das Wasser. Wie bitte? Wie bitte? Oh. Ja. Brutzel. Stehst du auch im Wasser? Was stehst du auch im Wasser rum? Ah ja. Vitamine. 1, 2, 3, Vita. Vitamine, Vitamine. Er ist unter. Allheim. Und wieder warte ich den ganzen Tag, ob Harry heimkommt. Nicht, dass wir überhaupt noch zu Hause wären. Bestimmt ist er mit diesem Mädchen durchgebrannt, das in seinem tollen Buchladen als Verkäuferin arbeitet. Und wir verlieren unser Zuhause und sogar den verdammten Laden kriegt Ryan. Jetzt müssen wir uns mit diesem schrecklichen Zinkler einlassen, nur um ein Dach überm Kopf zu haben. Nein, Harry hätte das doch nie getan, oder? Würde er überhaupt wissen, wo er uns suchen soll? So, zerren wir mal kurz hier aus, damit ich keinen blassen Schimmer habe, wo die, der Notausschalter dafür ist. Bibo, 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 bibo. Schon ruhig. Wir sollten uns Feuer umschauen. Ah, eine Big Daddy Puppe. Wo haben wir denn hier den Notausschalter? Sollten wir vielleicht vorher schauen, wo wir es nochmal versuchen. Alter. Oh, Ruhe. Ruhe im Karton. Denn hier den Notausschalter? Not aus, Not aus. Du bist echt okay. Not aus, Not aus. Hier haben wir nur Geld. Aber kein Notausschalter. Ich glaube, ich bin blind. Nein, dann versuchen wir es nochmal. Hahaha. Ah, toll. Können wir die Hälfte nicht gebrauchen? Weil
wir schon alles voll haben. So, hier waren wir ja schon gerade drin. Hey, schmeißen hier die ganzen Kisten hin. Oh, Schmetterlinge. Wer versteckt denn sein Geld im Ofen? Ja, gut. Soll halt passieren, ne? Schmetterdinger! Hören wir doch mal. Der Morphoretinor prallt vom Glas ab. Der Schmetterling. Ich halte diese Papierfiguren als Geheimabzeichen für die Gläubigen. Ja, okay. Die Raupe des Morphoretinor verpuppt sich nicht. Ihr wächst eine innere Schutzhaut vor der Metamorphose. Er ist wie wir. Den Schmetterling zu tragen, heißt Dr. Lamb und die Familie zu unterstützen. Bald schon wird Rapture seine Flügel entfalten und hochfliegen. Die Zeit der Reife naht. Graces Zimmer ist gleich da vorne. Sie war ja nicht gerade freundlich zu dir. Ich werde also nicht versuchen, dir vorzuschreiben, wie du ihr den Schlüssel abnehmen sollst. Aber sie ist alt. Und der Hass auf dich basiert auf einem Missverständnis. Jo. Hauptsache, es gibt Schmetterlinge, ne? Schmetterlinge. Schmetterdinger. Toilette. Achso. Wird hier uns holen. Bibo, Bibo, Bibo. Klappe. Piep, 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 piep. Aber wie können Papierschmetterlinge fliegen? Das geht doch gar nicht. Aber naja. Kannst du nicht rein? Kannst du nicht rein? Schmetterdinger. Was ist denn da drüben? Da möchte ich zuerst hin. Weiß ja nicht, ob ich da wieder hinkomme. Deswegen gehen wir da zuerst hin. Ach, hier ist das Ding zum Abschalten. Gut zu wissen. Was haben wir denn hier? Und so sind's 100. So einfach geht das. Ich zahle Sinclair ein paar Kröten für eine Ladung Spritzenteile und Nadeln. Abends schraube ich alles zusammen, während ich nebenbei Radio höre. Dann verkaufe ich Sinclair alles für das Doppelte zurück. Echt gutes Geschäft. Ein paar Nadelstiche holt man sich, aber sonst kein Grund zur Klage. Bald bin ich wieder ganz oben. Danke, Mr. Sinclair, du Trottel. Wie bescheißt dir jeder jeden kann das sein? Wenn ich beschissen wirst, dann bescheiße. Und wenn du nicht bescheißt, dann wirst du beschissen. Hey, das ist wie im wirklichen Leben. Wir sterben beide heute Nacht, Monster. Ja. Ich, weil es deinesgleichen im Blut liegt, zu töten. Und du, weil die Familie nicht zulassen wird, dass du mit dem Schlüssel lebend hier rausspazierst. Nicht? Warum denn nicht? Ich mach doch gar nichts. Du kennst mich doch gar nicht. Teddy! Teddy? Elendor. Was haben wir denn hier? Scharfer Beobachter. Mache deine Forschung effizienter mit scharfer Beobachter. Führe Analysen durch, wie du sie noch nie für, wie du sie nie für möglich gehalten hättest. Puppe! Oh. Puppe? Weg. Was ist Puppe? Ich habe mich heute mit einem Hundefresser geprügelt. Sein Name war Amir. Und er hatte einen kleineren Jungen schikaniert. Als seine Nase geblutet hat, haben wir Waffenstillstand geschlossen. Aber Mom sagt, ich werde zur Barbarin. Da habe ich gesagt, Eleanor jetzt auch Hunde fressen. Barbarin glücklich. Aber Mom sagt, Barbaren denken nur, sie seien glücklich, weil sie selbstsüchtig und ignorant sind. Eleanor finden, ignorant sein machen Spaß.
Ja. Ein leeres Haus. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich bin noch nicht mal eine Rabenmutter für dich. Ich konnte dich nicht beschützen. Dieses Plakat von ihr in meinem Zimmer starrt mich an, als wüsste es, wie sehr ich mich schäme. Ich habe immer zu deiner richtigen Mutter gehalten, Eleanor, und habe ihr immer meine Geheimnisse anvertraut. Aber ich habe dich verloren. Was wird Dr. Lamb jetzt von mir denken? Die wird denken, du könntest mal aufräumen. Hier liegt nämlich ekliges Zeug rum. Ah ja. Ich weiß schon, was du willst. Ja. Nur zu, hol's dir. Ich will nicht, dass du mich berührst. Dr. Lamb hat damals mir ihr Kind anvertraut. Ich habe alles getan, aber die kleine Eleanor verschwand. Und dann, eines Tages, sehe ich sie mit dir herumlaufen. Sie sieht krank aus. Und als ich sie in den Arm nehmen will, schlägst du mich zusammen. Brichst mir den Kiefer. Ich bin bereit, Babyräuber. Komm rein und bring es zu Ende. Babyräuber?